Hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2 für... für die PlayStation 3. Im letzten Part weiß ich nicht mehr, was wir gemacht haben. Wir waren nur irgendwo bei Sheraldon und so. Ich bin jetzt gerade so... Warum sind wir nicht mehr in Sheraldon? Warum sind wir in Duvel? Blablabla. Ich habe offscreen ein bisschen gearbeitet. Oh. Das wollte ich jetzt nicht hier. Alles gut, Mädchen. Ist nix. Ich habe ein bisschen gearbeitet hier offscreen. Ich habe jetzt wieder sehr lange nicht gespielt, aber... Danke. Ich habe alle Nebenereignisse gemacht, die ich gerade machen kann. Ich habe die Gradigklaue, also das Vieh, was wir machen wollten, in unter 2 Minuten besiegt. Wie gesagt, ich habe sehr viele Nebenaufgaben gemacht, darunter zum Beispiel welche, wo ich Els Rucksack bekommen habe oder wo ich die farbige Sonnenbrille bekommen habe. Und was habe ich noch so gemacht? Ich habe, das wollte ich eigentlich nicht offscreen machen, ist aber leider so geworden. Ich habe, man sieht es vielleicht bei Jude, 5 Herzen, oh Gott, ich kann da wieder nicht reden, 5 Herzen erreicht. Und da kam wieder ein ganz kurzes Gespräch, wo er sagte, hier, hast du was, vielleicht kannst du es ja mal gebrauchen. Und da habe ich was bekommen, was hier jetzt gerade scheinbar nicht mehr zu sehen ist. Ach hier, was jetzt leider gerade nicht mehr zu sehen ist. Und zwar eine Art namens Mondlichtangriff, was auch eine Arkanart ist. Ich weiß allerdings nach wie vor nicht, wie ich Arkanart richtig einsetze in diesem Teil hier. Also, ich weiß, wie es in Teil 1 ging, aber irgendwie geht es in diesem Teil hier nicht so wie in Teil 1. Und deshalb muss ich zusehen, dass ich hier irgendwie mal rausfinde, wie das geht. So. Wie machen wir weiter? Fertigkeiten, hier habe ich ein ganzes bisschen drüber geschaut und so. Ich habe viel bisschen was in Ausrüstung habe ich. Ich habe hier jetzt den Zeus-Zerschmetterer Feuer und die Remus-Feuer. Hier den Detonator hergestellt, die Zerstörerlinie hergestellt, ewige Flamme hergestellt. Und das hier sind noch die gekauften Waffen. Und ich habe bestimmt noch mehr gemacht, was ich jetzt einfach vergessen habe. Einige Skits, einige... Nee, Skits nicht mehr unbedingt. Ich habe aber einige Titel errungen. Ja, und wie gesagt, das zeige ich jetzt hier nochmal schnell. Alle Aufträge erledigt, die ich aktuell machen kann. Außer die eine, da muss ich noch auf ein Katzen-Item warten. Aber hier, die alle kann ich noch nicht machen wegen Bronzesiegel und ansonsten sind keine mehr da. Elite-Monster haben wir noch eins offen. Das hier, das ist in der Bermia Gorge. Und ich habe mich natürlich inzwischen schon überall umgeschaut. Das heißt, ich war in der Bermia Gorge bei Fort Gandala. Bei Fort Gandala. Ich war auf dem Kulma-Pfad auf der Talishöhenstraße. Und das war's auch, glaube ich, schon. Kann ich aber mal kurz zeigen, Fort Gandala, da lagen 2, 3 Items, ansonsten war da nichts. Da können wir aktuell nicht weiter. Das ist verschlossen und das wird renoviert. So, wir haben jetzt 5 Freundschaftsereignisse offen. Hier sind 4 und hier ist 1. Und bei der Spirius AG noch ein Nebenereignis und dann können wir jetzt schon weiter. Ich habe genug Geld abgezahlt, dass wir uns da treffen können. Da kam natürlich eine kleine Skit. Und zwar hat mir Vera da gesagt, dass ein gewisser Mr. Erston vor dem Spirius-Gebäude wartet in Triglav. Und, wer war denn Erston nochmal? Richtig, Erston war der Deckname von Gaius. Das bedeutet, Gaius wartet uns auf uns. Und da bin ich mal sehr gespannt. So, jetzt will ich aber erstmal in die Bermia Gorge, denn ich möchte dieses eine Vieh noch besiegen, wenn das denn möglich ist. Und... was ich auch noch sagen möchte, was sehr wichtig für den Verlauf, für den weiteren Verlauf dieses Let's Plays ist, ich habe das vor einem Monat ungefähr, für mich war es morgen, also für mich kommt es morgen raus, für euch ungefähr vor einem Monat, in dem Vorschauvideo Dezember 2014 hatte ich gesagt, dass dieses Projekt hier nicht weitergeführt wird, habe mich dann allerdings umentschieden, also dass ich es doch ganz normal weitermache und ich habe dann einen kleinen Kompromiss gefunden. Was bedeutet einen kleinen Kompromiss gefunden? Das möchte ich natürlich auch erklären. Und zwar, ich werde es nicht in Zukunft so machen, dass ich hier ganz normal jede Drecksscheiße zeige.
Weil sonst ist ja wirklich so, wenn ich über Höhenstraßen gegangen bin, bla bla, das war ein Part, das war ein Part, das war ein Part. Wenn ich nur ein paar Nebenereignisse gefarmt habe, war das ein Part. Ich werde jetzt nur noch Folgendes in Parts zeigen. Einmal, wie ich Elite-Monster besiege. Dann, wie ich Freundschaftsereignisse mache. Und wie ich Hauptereignisse mache. Das war's. Jeden Rest, alles was dazwischen ist, Höhenstraßen, Erkundung von irgendwelchen unnötigen Orten, also von Orten, die eigentlich unnötig sind, werde ich nicht mehr zeigen. Nein. So, wo ist jetzt hier eigentlich dieser Gegner? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Hier scheint er nicht zu sein. Es sei denn, er taucht jetzt erst auf. Ist aber nicht der Fall. Ich denke mal leider, dass wir in dem Part auch nicht mehr dazu kommen werden, die Story weiterzumachen. Beziehungsweise, Story werden wir sowieso nicht weitermachen. Es stehen erstmal noch 5 Freundschaftsereignisse aus. Bevor wir die nicht fertig haben, werde ich mit der Story garantiert nicht weitermachen. Aber die sind ja allesamt meiner Meinung nach doch recht interessant. Ich habe gesehen, Leia will einmal was. Das ist in Sheraton. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wer noch was will. Ich glaube, Rowan haben wir in Marksburg gesehen. Hello there. Und ansonsten weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, was noch so waren. Ich denke mal Elise Teil 2, vielleicht Mila Teil 1, vielleicht, ne, Elven glaube ich irgendwie nicht, vielleicht Jude Teil 2, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, das werden wir sehen, keine Ahnung. Aua, kannst du das mal lassen, bitte? So, dann verwandle ich mich jetzt nochmal schnell und mache den so mit Traumatis fertig. Einfach, weil ich immer noch 450 Chromatis Verwandlung brauche. Also insgesamt, ne, jetzt müsste es noch knapp über 100 sein oder knapp unter 100. 400. Knapp über, beziehungsweise knapp unter 400, nicht 100. Das wäre schön. Aber das Problem ist, ich habe natürlich schon mal so ein bisschen durch die Trophy-Listen geschaut, um zu sehen, worauf ich achten muss, wenn ich wirklich alle Trophys während des ersten Playthroughs bekommen möchte. Oder während eineinhalb Playthroughs, wie auch immer. Und da bin ich auf etwas gestoßen, dass ich ab einer bestimmten Stelle im Spiel mich nicht mehr so oft verwandeln darf für eine Trophäe. Das bedeutet, wenn ich diese 450 Verwandlungen für eine Trophäe haben will, muss ich die möglichst vor diesem bestimmten Kapitel machen, weil ich mich ab da nur noch insgesamt x-mal verwandeln darf. Und das wäre natürlich dann nicht so schön, wenn ich das dann noch nicht, ja, so hätte, dass ich beides machen kann, weil sonst wäre das echt unnötig. Sonst müsste ich wirklich nur für sowas zweimal durchspielen oder so. Und das will ich echt nicht. Das wäre ziemlich unnötige Zeitverschwendung. So, wo bin ich denn jetzt hier? Kein Plan, wo ich hier bin. Aber irgendwo muss jetzt dieser Gegner sein. Dieser Elite-Gegner. Du bist nicht... Du bist nicht. Ich bin diese Bermia Gorge eigentlich x-tausendmal abgelaufen. Es gab eigentlich nur sehr, sehr wenige Orte, wo ich nur einmal bzw. gar nicht war. Aber den Gegner habe ich nirgends gesehen. Der ist ja auch groß, den sieht man ja auch eigentlich. Ich kann ja mal kurz gucken. Ah ne, hier steht ja gar nichts diesbezüglich, wa? Gucken wir mal ganz kurz im Internet nach. Damit ich jetzt ja nicht ewig rumirre und versuche herauszufinden, wo der ist. Und zwar heißt der Mortal Sam. Hier steht nicht, wo er ist. Northeast Region, jump to the bottom. Northeast Region, bin ich denn gerade in der Northeast Region? Gucken wir doch mal. Ich bin in der südlichen Region. Nordosten ist doch das, wo ich gerade war, oder nicht? Ist das nicht das, wo ich gerade war? Da hätte ich einfach nur runterspringen müssen, oder was? Gut zu wissen. Ne, jetzt laufe ich gerade schon wieder falsch. Nur auf die Karte achten. Ah, der stand genau so, dass ich nicht dran vorbeikommen konnte. Toll. Danke, danke, danke. Ich setze mich mal wieder hin hier. Ich stehe die ganze Zeit. Also gut, wir wollen an diesem Gegner vorbei und theoretisch nordöstlich müsste ja eigentlich hier sein. Theoretisch. Nordöstlich, Tatsache. Und hier soll ich runterspringen.
Dann befindet er sich hier irgendwo. Was ist denn das eigentlich hier? Nee. Ja, ich esse gleich eh was anderes. Also kann ich ruhig nochmal einen Kampf machen, damit... Hä? Jetzt bin ich aber hier. Ach, ich muss auf der anderen Seite links runterspringen, da wo ich vom Boden aus hier nicht hinkomme. Ah, alles klar, gut, ich weiß Bescheid. Da hatte ich kurz mal einen Fail im Orientierungssinn. Oh, das lässt sich ja alles wieder... Das kriegen wir wieder raus. Alles gut, alles gut. Haben jetzt ein paar Sekunden verschwendet, aber ist nicht zu viel. Heißt, jetzt schnell mal hier durchsprinten. Hello there! Okay. Das Item hat sich nicht geändert in der Box. Alles klar. Also weiter. Das heißt, wir wollen jetzt... Wie genau wollen wir? Wir wollen an dem vorbei. Dann wollen wir nicht hier runter, oder? Jetzt bin ich gerade falsch gelaufen. Wieso bin ich denn da jetzt runtergesprungen? Ah, ich mach's mir selbst nur 100.000 Mal länger, als es sein könnte. Also nochmal hier hoch klettern. Ah, okay, ich muss jetzt erst... Nein! Ich muss jetzt erst noch einmal hochklettern. Ich dachte, dann wäre ich schon zu weit. Ist aber nicht richtig. Der Crummer, das ist auch fast wieder aufgeladen. Dann sollte der passend zum Bossfight eigentlich aufgeladen sein. Ja. Oder halt da dann gerade so. Ich glaube, ich werde vorher nochmal einen Kampf machen, weil, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist Luga dann Level aufgestiegen. Vielleicht würde es auch mehr Kämpfe dauern. Ach, ich mache einfach keinen Kampf. Scheiß drauf. Und hier muss ich immer noch nicht runterspringen. Ich wollte jetzt gerade mal gucken und dann kam auch der Gegner gerade so ein bisschen unpassend in mich gerannt. Chromatis ist voll aufgeladen. So. Okay, jetzt wäre definitiv noch ein Kampf ein Level up. Also werde ich jetzt noch einen Kampf machen. Weil je stärker wir bei dem Bossfight sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es schaffen, den innerhalb von 2 Minuten zu besiegen, was wir ja schon probieren sollten. Okay, jetzt sollte Luga aufsteigen. Ja. Jude ist auch sehr, sehr kurz vorm Aufstieg, aber noch einen Kampf mache ich jetzt nicht. Es sei denn, ja doch, hier auf der Ebene ist noch ein Gegner, also mache ich noch einen Kampf. Hier kann ich... Hä? Hier komme ich doch gar nicht runter. Da hinten oder was? Es hieß auf jeden Fall Northeast Region und dann Jump Down to the Bottom. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier allein 10 Minuten schon brauche, um den Gegner zu finden. So. Oder soll ich... Moment, das muss ich jetzt rausfinden. Erstmal Katzenkurier, Feder, alles klar. Jetzt habe ich den Auftrag auch fertig, den kann ich jetzt abgeben. Und nochmal Burmia Gorge, weil du hier das letzte Item noch nicht hast. Und was ist Atem des Windes? Oh. Moment, jetzt ist mir auf jeden Fall gerade eine kleine Idee gekommen. Wenn sich die als richtig herausstellt, dann bin ich möglicherweise glücklich. Denn wir werden jetzt hier nach oben klettern. Ganz nach oben. Um dann hier einmal abzuspeichern. Ja, das ist, glaube ich, doch ganz gut, wenn wir hier mal eben abspeichern. Oh, wir sind jetzt schon mal 15 Minuten. Okay, also den Gegner hier, den Mortal Sam, werde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann, so leid es mir tut, werde ich erst im nächsten Mal mit einem Freundschaftsereignis weitermachen können. Habe ich mir nicht ausgesucht. Ich war einfach zu unfähig. Also, ich hoffe, wir finden den Mortal Sam noch. Dann können wir den auch noch machen. So, was snacken. Scheiße. Okay, Leute. Wir zögern es noch weiter hinaus. Aber nur, das dauert jetzt wirklich nicht lange hier. Und das nochmal hochklettern soll theoretisch auch nicht so lang dauern. So.
essen. Ich will nämlich schon essen, was da praktisch ist. Nämlich etwas genau sowas hier. Während des Kampfes um 20% steigern. Um 30% steigern. Ja, das hier will ich haben. Kann ich noch irgendwas herstellen? Irgendwas Interessantes? Nee, nicht wirklich. Alles klar. Verliese Börmiagold, Schluchteingang. Die Düb. Und ich weiß auch nicht, warum ich immer Börmia Gorge sage. Ich habe mir das irgendwie so angewöhnt. So, jetzt sollte hier was anderes drin sein. Nämlich. Ach, Tofu-Cracker haben wir auch schon. So. Für 5 Kämpfe stand da, richtig? Also die ganze Verteidigung plus 30%. Sollte für den schon recht praktisch sein. Also der ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt leicht, ne? Mal gucken. Innerhalb von 2 Minuten sollte ich ihn schaffen. Die gerade, ich glaube, habe ich in 1 Minute und 55 Sekunden geschafft. Müssen wir mal gucken, wie das hier wird. Bin da gerade noch ein bisschen unsicher. Aber auch hier ist, wenn ich ihn nicht unter 2 Minuten schaffe, werde ich ja laden und das Ganze offscreen oder später nochmal probieren. Weil ich möchte auf jeden Fall, wie ich schon mal erwähnt habe, wenn schon, dann lieber die leichten unter 2 Minuten schaffen, weil das, glaube ich, angenehmer sein könnte. Als bei den schwierigen dann. So, vielleicht ist mit Jumpdown auch einfach gemeint, dass ich hier hochgehen soll und hier runter in die Mitte springen soll. Falls das auch nicht richtig ist, bin ich ratlos. So, irgendwie vorbereiten. Bitte funktionier. Scheiße. Wo soll ich denn dann runter? Da stand nordöstlich und ich bin hier im nordöstlichen Bereich. Letzte Idee. Wenn die nicht funktioniert, muss ich echt nochmal irgendwie nachschauen. Weil dann bin ich komplett ratlos. Tut mir leid, dass das jetzt gerade so extrem hinausgezögert wird, aber. Ich kann nichts dafür. Ich suche nur diesen Gegner und finde ihn nicht. Hello there! So. Ich hoffe, dass diese Idee jetzt funktioniert. Und ich darf jetzt in keine unnötigen Kämpfe mehr geraten, weil ich jetzt ein wertvolles S-Item drin habe, was ich schon ganz gern bei dem Bossgegner immer noch drin hätte. So, nee, hier komme ich ganz normal da runter, wo ich schon war. Okay. Nochmal. Wir sind bei 18 Minuten inzwischen. Ich kann es nicht fassen. Okay, hier. Börmia Gorge. You can also come very top if you find gas. At the south region, continue to make your... You find a cat. Ach so, ne. On the north... Northwest region. Nicht northeast region. Bitte? Nein, 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 nein. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ach wo. Nordwestlicher Bereich. Hier wollte ich doch die ganze Zeit hin. Es war so unklar, wie ich zum nordwestlichen Bereich komme. Tut mir leid, wenn das Spiel mir hier... Oh, ist der groß! Hui! Der ist ein bisschen größer als gedacht. Und... Okay. Gut. Ist wirklich ein bisschen groß. Oh, den schaffe ich niemals in 2 Minuten. Schaut euch mal an, wie stark der ist. Also wie viel Energie der aushält hier. Ach, Energie der aushält. Wie viel Energie der hat, wie viel der aushält, meine ich. So, komm, machen wir mal den Doppelwalzer. Ah, oder auch nicht. Danke. Oh je, das sieht nicht gut aus. Das sieht absolut nicht gut aus. Wie soll ich das denn in 2 Minuten schaffen? Ich mache jetzt einfach die ganze Zeit so eine Attacken, wo ich hochfliege, weil dann treffe ich seine Schwachstelle. Und seine Schwachstelle ist nämlich meines Wissens nach oben der Mund. Gib mal.
Ja. Kurze unnötige Unterbrechung mal wieder. Ist ja nicht nur, als wäre meine Tür zu. So. Wenn ich hier die ganze Zeit den Boden treffe, recht. Das ist echt nicht. Das bringt absolut gar nichts. Oder fast nichts. Das bringt schon was, aber nicht genug. Gib mir bitte noch einen. So, er ist fast tot. Aber. Kann man das eigentlich irgendwie abbrechen? Also, ich meine, hier die. Chromatis-Zeug. Ach, 2 Minuten sind jetzt locker. Und wie lang war denn der unter der Erde? Das kann doch nicht wahr sein. Ne, das sind über 2 Minuten locker gewesen. Ich meine, jetzt habe ich gerade mein Aufnahmefenster nicht offen. Das hätte ich jetzt mal nachschauen können. Weil ungefähr bei 19 Minuten habe ich gestartet. Und jetzt ist es wieder so, dass ich betäubt bin und nichts machen kann. Verfickte Scheiße. Ich denke, wäre das jetzt nicht gekommen, hätte ich es vielleicht sogar noch geschafft. Weil schaut euch seine Energie an. Aber so, das ist ja unmöglich. Wow. Toll. Yay. So eine unnötige Scheiße. Gut, dann werde ich jetzt laden und den direkt nochmal probieren. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Da mache ich dann Freundschaftsereignisse. Tschüss.